Heute wird's französisch bei der Fahrt ins Grüne Roadshow Edition. Letztes Jahr waren wir im Studio, dieses Jahr sind wir auf der Straße unterwegs. Und zwar mit einem ganz besonders klimafreundlichen Klassiker. Sakrileg oder doch innerstädtische Mobilität mit Charme? Der Citroën 2CV war jahrzehntelang das Öko-Auto. Back to the Basics war das radikale Prinzip der Franzosen, als sie diese kleine Ikone entwickelt haben. Praktisch, günstig und auch noch sparsam, aber deshalb war auch nur wenig Schnickschnack da dran. Aber es war ein Auto, was jeder easy reparieren konnte. Aber so richtig umweltfreundlich ist so ein luftgekühlter Zweizylindermotor heute nicht mehr, denn die Abgaswerte sind terrible. Und genau das brachte den Wahlberliner Clément Guyot auf eine geniale Idee. Kastenente nehmen, Elektromotor rein und Solardach obendrauf. Mal eben die erste Solarente der Welt erschaffen, ganz im Geiste vom Öko-Auto von damals. Hallo. Alles gut? Ja. Wunderschönes Auto hast du da. Wunderschönes Danke. Auto hast du da. Ja, und 1000 Franken habe ich auch mitgebracht. Also Clément, wie kommt man darauf, sich so ein Auto zu schnappen und dann da ein Solardach drauf zu setzen? Es hat vor ein paar Jahren angefangen, als ich mein erstes Auto gekauft habe. War auch eine Ente. Und ich bin dann viel in Frankreich und so gereist. Und ich hatte, wäre es möglich, auch zu reisen, ohne xx Liter Benzin zu verbrauchen. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, hey, Elektroumbau kann man machen. Und dann ich dachte, hey, aber ein Elektroauto kann man auch mit Solarstrom versorgen. Und dann habe ich auch geschaut, wie man so Solarzellen auf einem Auto bauen könnte, dass man die Akkus versorgen könnte, und dann langsam kam diese Idee, und dann ich habe dann mit einer Firma gearbeitet und wir haben das geschafft. Kam eins zum anderen. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht ganz easy, so das zu machen. Ne? Hast du da vorher irgendwie schon Vorerfahrung gehabt? So leider nicht. Ich bin gar kein Ingenieur oder so. Ich habe eigentlich früher Biologie studiert und dann langsam auch, jetzt mache ich Schauspielerei und Kunst. Typisch Berlin. Aber ich hätte mehr so konzeptuelle Ideen, und dann mit dieser Firma in Offenbach am Main habe ich dann dieses Projekt entwickelt. Cool. Aber ich habe auch so mitgeschraubt und alles, und alte Autos muss man sowieso immer ein bisschen schrauben. Ja, also wenn man hier reinguckt, da kriegt man direkt Oldtimer-Feeling so auf jeden Fall. Aber wenn man hier reinguckt, dann nicht mehr so, ne? Ja. Also das ist diese schöne Sache, ist, man hat fast alles original, aber dann so ein bisschen neues Technologie da drin. Und das ist tatsächlich die Akkus. Ja. Und ein Flocati-Teppich. Ja. Warum auch immer. Boah, ist einfach nice. Und eigentlich, wenn ich auch Sachen transportiere, dann rutschen die auch nicht so. Ah, okay. Fein. Kann ich mich mal reinsetzen? Ja. Geil. Schon direkt Angst, so ein bisschen was kaputt zu machen. Uiuiui. Also für jemanden mit langen Beinen ist das dann doch ein bisschen weil... Aber geht. Ja, krass, Alter. Ich glaube, vom Design, weißt du, das Design ist fast 100 Jahre alt, und ja. Die Leute waren vielleicht ein bisschen kürzer früher. Sie kürzer? Krass. Aber so von den Armaturen alles original? Ja. Krass. Ja, man hat halt instant so ein altes. Ja, man hat nur ein paar so elektronische Geräte da eingebaut, aber sonst ist alles so geblieben, wie es ist. Ja, und dieses Lenkrad ist auch einfach riesig, so im Vergleich zu heute. Der ist ein bisschen größer, weil das ist eigentlich ein anderes Modell, eine andere Ente. Ah. Aber ich mag diese Bakelit alte Lenkräder. Ja. Und in der Farbe auch fand ich das schön. Und Tacho auch? Tacho ist auch original. Krass. Ja. Und das hier sind dann quasi Das sind die Gänge? Die Gänge, richtig, ja. Das heißt, ich muss auch schalten, wenn ich fahre?
Ach krass, nicht nur vorwärts, rückwärts, Colin? Nein. Oh. Also du kannst schon den drittes Gang fahren und dann vielleicht noch sogar im drittes Gang immer bleiben, aber ist schon cool, so 2, 3, 4 hilft auch schon. Hält auch so ein bisschen das Feeling, ne? Ja. Nice. Ja, wie gesagt, es ist wie ein Instrument, Musikinstrument zu spielen und das gehört zu Entefahren eigentlich. Ich wollte das unbedingt nicht, also ich wollte das unbedingt behalten, dass man so schalten könnte. Ja. Dann hoffen wir mal, dass ich hier nicht nur schiefe Töne gleich rauskriege, ne? Ja, dann können wir ja eigentlich, sind wir ja ready to rock, wa? Ja. Hammer. Ich bin verliebt. Also, wie rolle ich jetzt hiermit vorwärts? Also, du musst hier diese Einleitung schauen. Ja. Und es ist also relativ einfach. Zweiter Gang vorne, einfach nach vorne drücken. Ja. Das ist 2. 2, ja. 0, dann 3 zu dir. Nein, ja, genau, 3 ist 3. Ja. Ja, schaffen wir. Das Einzige ist, man hört den Motor nicht. Das heißt, auch beim Kuppeln, man schleift auch ganz schnell die Kupplung, wenn man nicht weiß. Weißt du? Ja. Aber es kann nicht, wie sagt man, der Motor kann nicht ausgehen. Das heißt. Ich kann nicht abwürgen. Ja, genau. Ist schon mal gut. Ja, dann probieren wir das doch mal, wa? Vorsichtig ans Gas, ja. Vorsichtig ans Gas. Vorsicht, ich glaube. Was? Es gibt auch so ein Maximal. Und wenn man zu viel Gas gibt, dann er sagt, hey, jetzt aufpassen. Nicht so rasen. Genau. Ja, okay, das ist für mich persönlich ein bisschen schwierig. Das kann man einstellen eigentlich, aber. Ah. Ah. Was macht's? Es bippt, weil ich glaube, jetzt hat zum Beispiel bei der Reku zu viel Strom in der Batterie, deshalb man muss schon. Ah, okay. Ja, es sind so immer Kleinigkeiten, dass man so wissen muss. Also schön sachte. Ja. Und es kann sein, wenn es zu viel Strom kommt, dass das System sich ausschaltet. Zur Sicherheit. Weil dann zum Beispiel wir jetzt, wir haben schon viele. Wir haben noch viel Strom. Ja. Und wenn man bremst, dann mit dieser Q-Funktion, der sagt, was soll ich mit diesem Strom machen? Weil es ist zu viel Strom plötzlich. Okay. Was ich aber krass finde, also ist Elektro, aber man hört noch relativ viel vom Motor. Ja, klar. Ja, wie gesagt, es gibt nicht so viele Dämmerungen und ich meine, das Auto alleine war nie isoliert oder so. Es hat so ein Blechmetall mit ein Stück Motor. Das war's. Und jetzt kannst du zum Beispiel, jetzt könntest du kuppeln und drittes Gang schalten. Okay. Zu dir. Ich bin einfach. Genau. Oh. Und weiter geht's. Ja. Ey, ist krass mit dem Kuppeln. Das ist ja richtig. Ja. Fühlt sich an wie normal, ne? Ja. Ja, ist ein bisschen so zwischen Elektroauto, also Automatik und trotzdem. Muss man noch ein bisschen Oldtimer. Ne? Ist auch ein Anti-Diebstahl, ne? kann keiner mit wegfahren. Nee. Wunderschön. Aber was hat dich so bewegt, das hier mit so einer Ente zu machen? So war es eher so klimafreundlich sein oder eher ein bisschen basteln? Ja, schon eigentlich ein bisschen für die Zukunft, wo, keine Ahnung, Öl ein bisschen knapper wird oder so. Ich dachte, hey, ich mache ein Fahrzeug für die nächsten 10, 15 Jahre, der auf Elektro fährt und ein bisschen cool ist. Und da ich so eine große Leidenschaft für Ente hatte, ich dachte, hey, ich gucke mal, ob das mit einem Kassel-Ente möglich wäre. Weil ich habe natürlich ein paar andere Fahrzeuge so im Kopf gehabt. Ja. So wie zum Beispiel so eine moderne Nissan EV200 mit Solarzellen, aber das war ein bisschen komplizierter. Ja. Und wenn hier irgendwas kaputt geht, kann ich auch die Einzelteile so wechseln oder reparieren eigentlich. Ja. Das gehört ein bisschen dazu, zu die Geschichte der Ente, ist, dass man alles ein bisschen selbst reparieren kann. Bisschen basteln. Ja, ein bisschen basteln, ein bisschen. Ja. Wie lange hat das so gedauert, das Ding hier überhaupt so fertig zu machen? Also nur reinige Elektroumbau
man kann das in eine Woche schaffen. Ach krass, so ja. schnell? Ja, ja. Weil wow. es ist relativ wirklich einfach. Ja. Aber dann, da ich da das in Offenbach am Main gemacht habe, ich musste immer ein bisschen Berlin, Offenbach, Berlin und mit Solar und bla bla und ein bisschen auch andere Teile wechseln. Es hat, ich glaube, insgesamt 5 Wochen gedauert. Okay. Aber ich hätte gedacht, viel länger, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist auch, ich meine, nicht so kompliziert irgendwie. Und wie viel hat der ganze Schlitten dann so gekostet? Das Auto habe ich für um die 10.000 gekauft und der ganze Umbau war um die 20.000. Plus ein paar extra Sachen mit Solar und bla bla. Ich glaube, bei viel, ich würde sagen, mindestens 25.000. Also aber auch schon ein stattlicher Preis für den Tesla. Ja, ist schon der Preis an eine Tesla, muss man sagen, gebraucht. Aber ich fahre lieber die Elektroente als eine Tesla. Ist mehr auch aus Leidenschaft. Ne? Es ist alles experimentell. Es ist natürlich keine, wie sagt man, industrielle Potenzial nee. Oder so. Besonders als sicherheitsmäßig, hier hast du nichts. Ne? Es ist fast ein gefährliches Auto irgendwie für heutzutage. Damals ja. war okay, aber. Ja, ich glaube, diese eine Zelle muss ich nachstellen. Ach so, es kann sein. Dass irgendwann der Motor ausschaltet. Oh Gott. Ja, ja, aber scheiße. Jetzt ist es ausgeschaltet, oder? Der Motor ist oder? Aus! Ah! Ja, warte wir mal. Sind liegen geblieben. Ist okay. Mann, einfach ein und dann wieder ein. So? Ja, ja. Ei. Jetzt ist wieder fahrbereit. Ja? Keine Ahnung. Ja. Oh Gott! Wir müssen nur, ich glaube, wirklich wir müssen nicht viel, so viel Gas ja, geben. Ja, viel langsamer beschleunigen. Ja. Uiuiui. Ja. Das ist auch... Also schon das die Ente normal. Die... Ja. Die wackelt schon sehr ordentlich wegen dieser speziellen Federung. Ja. Und hier mit dem Solarzellen auf dem Dach natürlich es bringt schwimmt es so ein bisschen mehr, ne? Ja, ja. Top. Aber was ich ganz ehrlich am geilsten finde, ist, dass halt so ein altes Ding ist und du einfach noch merkst, so, was das Auto überhaupt macht. So. Ja. Und dass du nicht in so einem ja, abgeschirmten alles. Kasten ja. sitzt, so, wo du gar nichts mitbekommst. Ja. So. Was hat denn der TÜV-Prüfer gesagt, als du damit auf den Hof gerollt bist? Also die Hauptsache ist, dass man darf nur einen Motor einbauen, der nicht stärker als das Originalbrennmotor ist. Ah. Das heißt eigentlich so ein kleinerer Elektromotor da drin eingebaut. Und dann, genau, also man muss auch achten, dass das Gewicht von den Akkus nicht irgendwo platziert ist. Ne? Du kannst das nicht so hier oben platzieren. Es muss schon in der Mitte des Autos sein, dass das die ganze Haltung des Autos auf der Fahrbahn original bleibt, sozusagen. Ja, ja. Aber benutzt du es auch so als Daily Drive? Ja, ja, ja. Wirklich? Ja, und auch für längere Reise. Ich bin letztes Jahr bis nach Italien 5000 Kilometer gefahren. What? Weil ich dann lange Strecken natürlich, ich lade auch an der Ladesäule. Ja, ja, klar. Schnell laden. Genau, aber hier in Berlin, ich nutze nur Solarstrom. Krass. Ja, alleine wenn es geparkt ist, reicht. Und wie viel Kilometer Reichweite hast du denn damit? Ich habe 150 und theoretisch bis 200, aber das ist für die normale Ente. Und hier mit 0 Aerodynamik, weißt du, wie sagt man so, ja, Aerodynamik? Ja, ist nicht so... Nee, genau. Ich fahre mit so einer Wand und ja, natürlich genau. dann verliere ich ein bisschen... Der Fahrtwind ja. stoppt hier ziemlich doll. Ja, ja, ja. aber so 150, also ich fahre immer so 130, 150, dann wieder laden, dass ich so ein bisschen Puffer habe, falls irgendwas ist, weil es ist, das ist ein bisschen der Nachteil von Strom. Du kannst nicht so zu der Tankstelle mit so einem Kanister Strom da nehmen und das wieder füllen. Hm. Wie lange braucht ihr, bis sie voll ist? 2 Stunden. 2 Stunden. Lange Kaffeepause. Ja, aber es ist immer gut, so lieber langsam zu laden, zum Beispiel mit so einer normalen Steckdose mit 10 Stunden zum Beispiel. Wenn man schnell lädt, dann ist
nicht so gut für das Leben, die Akkus, der Akkus. Was ging denn an dem ganzen Umbau ein bisschen leichter, als du das vorher gedacht hast? Motor raus, Motor rein, sehr einfach. sonst oh, ein paar. Es ist eigentlich viele kleine Sachen, weißt du? Es gibt keine große Herausforderung, aber es ist mehr so ganz viele verschiedene Sachen. Und natürlich ist alles so ein bisschen experimentell. Das heißt, okay, wo platziere ich die Anzeige, bla bla bla. Und das ist Geschmackssache auch, aber es gibt immer ein bisschen Kleinigkeiten, dass man so entscheiden muss. Wenn du jetzt sowas alles gemacht hast, würdest du jemandem anderen empfehlen, das auch zu machen? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Nee, es ist schön, so mitzuschrauben und ist schon sehr cool, so eine leise Oldtimer zu haben. Natürlich, eine Ente, die noch in guter Zustand ist, mit einem guten Motor ist, lohnt es sich, den Motor wegzunehmen? Das ist eine gute Frage. aber wenn der Motor dann in ein anderes Ente-Projekt geht, why not? Und man kann es eigentlich zurückbauen, wenn man so richtig wirklich das zurückhaben will. Tada! Ui! So. Ist ja ganz schön dickes Ding. Hast du den einfach so da reingekriegt oder? Ja, also. Da viel tüfteln? Nee, eigentlich, du also bei der Ente, die gute Sache ist, dass du kannst alles relativ schnell abschrauben, ne? Und Kotflügel, alles kannst du sehr, sehr schnell entfernen. Und dieser Motor ist eigentlich ein Gabelstapler-Motor. Ein Gabelstapler-Motor? Der anders eingestellt ist, dass man damit fahren kann. Ach, krass. Und hat er jetzt irgendwie mehr oder weniger Leistung, gleich viel Leistung? Es ist gleich, ja. Es ist gleich, aber Drehmoment ist ein bisschen... Bisschen mehr, ne? Ja, ein bisschen mehr. Ach, krass. Ja. Und dann hast du hier die ganze Steuerung, Elektronik. Da habe ich weniger Ahnung. Und du musst auch so eine Art Heizung haben, dass, falls die Scheibe beschlägt wird. Weil bei der normalen Ente ist die Heizung durch die Wärme des Motors hergestellt. Und hier musst du so eine Elektroheizung haben. Man hat ja das eben auch beim Fahren gemerkt, so manchmal hat er seine Schwierigkeiten. Wie schnell wird so eine Ente denn damit? Also, es hat nur 4 Gänge und original hat diese Ente so ein, es ist wie ein Nutzfahrzeug. Ja. Und Geschwindigkeit war nie wirklich das Ziel. Ne? Nicht? Ich glaube maximal bei der Kassenente ist es 110, 115. Und da die Getriebe gleich geblieben ist, ist es jetzt auch immer noch 110, vielleicht mit dem ganzen Gewicht. 105, 110, die maximale Geschwindigkeit. Aber ist das Gewicht denn viel mehr geworden? Denn bei vielen Elektroautos, die sind ja deutlich eigentlich schon schwerer. Ja, ja. Also hier im Bereich hier, Brennmotor raus, Elektromotor rein, es ist fast ähnlich geblieben. Aber natürlich mit dem Akkus, mit 120 Kilo Akkus, ist schon so ein Unterschied. aber die Kassenente war die Ente, die für... wie sagt man, zum Transport designt war. Und man kann, es heißt eine AKS-400, weil man könnte 400 Kilo Ladung haben plus ein Fahrer. Deshalb, 400 Kilo rein? Ja, ja. Deshalb habe ich dieses Modell gesucht, weil ich wusste, da kann ich so schon ein bisschen Akku da einbauen. Ja, okay, dann gucken wir uns den Akku doch mal an. Ne? Ja. So. Hui, da ist das gute Ding. Also sieht schon ziemlich spacig aus. Mhm. Wie viel Kilowattstunden sind das jetzt? 20. Aber die Dinger hast du jetzt dann auch komplett selber zusammengestellt? Ja, du kriegst dann die Zellen einzeln und das sind, ich glaube 60 Stücke. Und man verbindet die und dann gibt es diese ganze Battery Management System, diese Verbindungen, die auch, falls es Probleme gibt, dann wird dann auf so einen kleinen Anzeiger gezeigt, was das Problem ist, ob man so zu schnell gefahren ist oder ob irgendeine Zelle hat Probleme. Und das ist schon die gute Sache. Du kannst schon eine einzige Zelle vielleicht ausbauen, falls die eine Probleme hat. Im Vergleich zu vielleicht so eine große Batterie von einem Tesla. Und beim Reisen ist das mein Bett hier. Ich klappe den Stuhl vorne und dann ich habe so Aluboxen
Alukisten und da kann ich mich so da kannst du dich komplett drauflegen quasi. Ja. Ah. Das hier ist auch alles so vom Elektriker. Es ist reine Solarzellen von, die sind flexibel und aus Kunststoff und die sind für normalerweise so Boote oder Wohnmobile. Okay. Und weil die sind ein bisschen leichter, ein bisschen nicht so effizient wie Solarzellen mit Glas, aber die sind leichter und die sind ein bisschen so robuster für solche Aktionen. Ne? Hast du das Ding jetzt komplett selber gemacht hier alles oder? Jein. Also ich musste die passende Solarzellen finden und das habe ich alles so geklebt und so. Aber ich habe Hilfe gehabt für Alu zu schweißen und so. Das ist schon so was Besonderes und nicht jeder kann Alu schweißen. Ich noch nicht. Deshalb habe ich das in der Werkstatt auch gemacht. Ja. Die Schwierigkeit war natürlich, das zu entwickeln, wo es nimmt nicht mehr Platz als ein normaler Fahrzeugplatz, weißt du? Weil du könntest, es gibt auch Leute, die auch, keine Ahnung, alles umklappen können und so. Aber die Idee war, dass das Auto in so einer Stadtumgebung auf einen normalen Parkplatz laden könnte. Aber wie viel Kilometer kriegst du da jetzt raus, wenn das so lädt? Wenn die beide draußen sind und es die Sonne knallt, ich kann bis 100 Kilometer pro Tag bekommen. Also das sind 200 Watt Zellen, das sind 600 und 600, 1200. Und wenn ich so 10 Stunden richtig voll Sonne und voll Leistung habe, dann kriege ich 12 Kilowattstunde theoretisch. Das heißt um die 100 Kilometer. Ja. Ja, das ist dann ja auch immer theoretisch. Ja, Einfallwinkel. Klar. Wenn da jetzt ein Gebäude steht, dann hast du Schatten. Wie gesagt, wenn ich richtig nur Solar fahren will und reisen will, ich bin fast schneller mit dem Fahrrad. Ne? Okay, also ja, das ist dann doch ziemlich viel Aber Aufwand. Aber was ich cool finde, ist, wenn das Auto geparkt ist, die lädt von alleine. Ne? Mhm. Und ich fahre meistens hier mit Solarstrom. Und was hat das ganze Ding jetzt da oben drauf gekostet? Nur die Solarmodul war, ich glaube, insgesamt 1800 plus Alurahmen basteln plus der Regler, ich würde sagen bei 2500. Muss man dann ja auch erstmal wieder rausholen quasi so an Geld und alles. Ja, es ist also wenn man nur Geld guckt, ja natürlich, dann man denkt, okay, hat es sich gelohnt, nicht gelohnt, aber das ist ein einzigartiges Auto, das gibt's nicht, weißt du? Ja. Es ist, was macht man mit seinem Geld im Leben, ne? Ja. Macht man was Besonderes oder? Man muss schon ein bisschen mutig sein manchmal und Sachen probieren. Und wie lange, wenn du das Ding jetzt an eine normale städtische Ladesäule hängst, wie lange ist dann so die Ladezeit? 2 Stunden. 2 Stunden? Ja. Das heißt, wenn ich reise, ich fahre 2 Stunden, lade 2 Stunden, reise 2 Stunden, lade 2 Stunden. Aber du fährst damit ja auch so längere Strecken, so nach Italien und sowas. Ist das nicht immer voll nervig, so 150 Kilometer, 2 Stunden laden? Eigentlich nicht, weil ich bin auch damals sehr viel mit einer normalen Ente Benziner gefahren und gereist und man fährt sowieso nicht so schnell, man fährt nur Landstraßen und man nimmt einfach die Zeit und es ist einfach, man fährt 2 Stunden, man lädt 2 Stunden und ich habe auch an so ein Klapprad, das ich da dahin packe, ja. Auto lädt, ich gehe zum Fluss, zum See, zum Meer und eigentlich war nicht so anstrengend, muss ich sagen. Muss ich dann einfach so ein bisschen drauf einlassen. Ja, ja. Das Risiko ist immer, man muss schon so eine Etappe machen, wo du eine Ladesäule findest. Das ist der einzige Punkt. Ja, 150 Kilometer sind ja schon nicht die längste Distanz. Aber ganz ehrlich, es gibt jetzt wirklich Ladesäule überall. Also in Europa ist es easy. Wenn man mit dem Ding dann jetzt so lange, lange Strecken macht, das ist ja auch viel Abenteuer. Was waren da so deine Highlights? Manchmal hätte ich keinen Strom mehr und ich musste bei Leute klingeln und da habe ich so eine ganze Nacht Strom gezapft.
Aber man trifft dann die Leute, ne? Die lokale Leute, das ist schon mal schön. Und so vom Auto her, was ist da dein Highlight, was magst du am liebsten? Ich liebe diese Schaltung, sondern ich liebe diese Rundung, Dach offen und das ist relativ einfach ist. Ich mag keine so, keine Ahnung, Bildschirm und bla bla. Ich mag, wenn es so schon ein bisschen analog bleibt, obwohl es ist ein Elektroauto und mit Solar und sehr kompliziert. Es hat trotzdem diese Analog-Flair. Ja. Also du hast ja schon so ein paar Stationen abgegrast. Schweiz, Frankreich, Italien, Österreich. Was steht noch so auf der To-Do-Liste mit dem Ding? Österreich war sehr gut, weil ich bin bis 2500 Meter hoch geklettert. Ja. Große Herausforderung, aber es war super. Und sonst, ich glaube, ich würde gerne wieder so Richtung Sonne, vielleicht Spanien, Portugal oder einfach bis nach Griechenland zum Beispiel. Ja, das ist auch gut fürs Solardach dann. Genau. Clement, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und noch viel Glück auf den weiteren Reisen, dass du nicht liegen bleibst. Dankeschön. Man weiß nie, ja? Mit Oldtimer passiert immer noch. Oldtimer, Elektromotor rein, Solardach drauf, an sich eine geile Sache. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Dickste für die Reichweite bringt, aber es bringt was und kann dann halt auch eine Möglichkeit sein, so ein Auto langfristig auf der Straße zu halten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.